Ja, wir sind nach knapp fünfjähriger Vorbereitungszeit sozusagen auf der Zielgeraden. Alle Beteiligten sind sehr optimistisch, dass wir eine erstklassige Weltleitmesse Interschutz 2010 mit einem wahren Feuerwerk an Innovationen sehen werden. Die Interschutz ist erstmal per se die Weltleitmesse der Rettungstechnik, des Brandschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes, sucht sicherlich seinesgleichen in der Welt und damit passt sie wunderbar in das Portfolio der Deutschen Messe AG in Hannover, die im Wesentlichen Leitmessen pro Branche ausrichtet. Wir können mit einem gewissen Stolz sagen, dass wir sogar das auch schon sehr gute Ergebnis 2005 noch einmal um über 10% toppen konnten. Wir liegen im Moment bei über 1.300 Ausstellern und das ist ein äußerst erfreuliches Ergebnis. Also wir haben in diesem Jahr ein Novum sozusagen. Wir haben in diesem Jahr erstmalig mehr internationale Aussteller als deutsche Aussteller. Insgesamt 620 internationale und etwa 570 deutsche Aussteller, 580. Das Wachstum ganz stark auch aus den Ländern China, Türkei, Indien, aber auch europäischer Länder, Polen und deutsche Anrainerländer. Ich denke, dass das Thema Rettung sehr gut auch in das Thema Interschutz passt. Deshalb haben wir die Bemühungen verstärkt, auch das Thema Rettung auf der Interschutz präsent zu halten. Wir haben, ehrlich gesagt, dieses Feld noch deutlich gegenüber 2005 ausgebaut. Wir haben erstmalig auf der Interschutz einen sehr großen Rettungskongress, der vom 11. bis 12. Juni hier in Leipzig auf dem Messegelände stattfindet und insbesondere das umfassende Thema Rettung in den Mittelpunkt der Aktivitäten stellt. Ich denke, dass die Interschutz fast sogar noch profitiert hat. Und zwar profitiert deshalb, weil wir durch die Konjunkturpakete nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Anrainerstaaten zur Bewältigung der Wirtschaftskrise Investitionsvorhaben losgetreten haben, die jetzt in der Umsetzung sich befinden, die eine erhöhte Nachfrage auch nach Gütern, die auf der Interschutz ausgestellt werden, hervorgerufen hat. Ich denke, die Interschutz ist eine wunderbare Messe. Eine Messe, die für mich persönlich als Oberfeuerwehrmann, der ich nun mal bin, dahingehend besetzt ist, dass wir wieder ein Stück die Welt sicherer machen können, indem eine große Gruppe an Besuchern das Allerneueste zum Thema Brandschutz und Rettung erfährt und im täglichen Leben einsetzen kann bei hoffentlich immer weniger werdenden Unfällen und Anlässen.